Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Wir senden wieder an diesem Dienstag live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist Heinz-Peter Meidinger zugeschaltet. Er war oder ist Gymnasiallehrer, langjähriger Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes gewesen und ab dem 1.7.2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, schön, dass Sie dabei sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, bin gern dabei. Guten Tag oder wie man in Bayern sagt, grüß Gott. Herr Meidinger, ich habe jetzt einige Ihrer Lebensstationen schon vorgestellt, aber da gibt es sicher noch vieles zu ergänzen. Also aus Ihrem Munde, wer sind Sie? Ja, also ich lasse einfach mal die Daten und Fakten sprechen. Ich bin geboren 1954, also relativ älteres Semester schon, bin auch seit einem knappen Jahr pensioniert, was also nicht die Amtszeit des Deutschen im Deutschen Lehrerverband betrifft. Da läuft die Amtszeit noch bis Ende der Wahlperiode aus. Bin in Regensburg geboren, habe dann am humanistischen Gymnasium in Regensburg mein Abitur gemacht, Zivildienst gemacht. Ja. Also war damals noch ein Akt der Kriegsdienstverweigerung. Man musste da so eine Gewissensprüfung dann auch machen. Habe da beim Roten Kreuz gearbeitet und dann Lehramt studiert. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mein Vater ist Hauptschulrektor gewesen. Volksschulrektor hieß es damals. Meine Mutter war an der Sonderschule, also für Lernbehinderte tätig. Insofern war irgendwie das pädagogische Moment immer schon in der Familie vorhanden. Trotzdem, glaube ich, war es nicht bei mir eine ganz bewusste Entscheidung, Lehramt zu studieren. Ich habe Lehramt studiert für Gymnasium, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, also Politik ist das in Bayern und auch Philosophie war dann eben auch lehrberechtigt für einen Ethikunterricht und habe das Studium dann abgeschlossen in Regensburg, bin dann ins Referendariat gegangen, war dann an der Schule im Rottal in Eckenfelden 13 Jahre lang Lehrer, habe dort Schultheater gemacht, die Schultheatergruppe aufgebaut. Das war eine sehr, sehr tolle Tätigkeit, denke ich gern daran zurück, habe ich heute noch gute Kontakte zu den meinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern, bin dann in die Lehrerausbildung gegangen, einen anderen Ort nach Deckendorf, war dort Seminarlehrer, Seminarleiter für Deutsch und bin dann nach 7 Jahren gewechselt in die Schulleitung des Nachbargymnasiums, Robert-Koch-Gymnasium. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht, also bevor ich eben letztes Jahr in Ruhestand gegangen bin, habe noch ein halbes Jahr Corona mitgemacht. Das sind jetzt sozusagen die beruflichen, die privaten Lebensstationen. Also privat müsste ich nur sagen, bin verheiratet, habe eine Tochter, übrigens eine Tochter, die Lehrertradition nicht fortsetzt. Also auch mein Großvater war schon Lehrer. Ja. Also diese Tradition wird, weiß nicht, ob die beiden Eltern, meine Frau ist auch Lehrkraft, abschreckendes Beispiel waren, zu anstrengend oder was weiß ich. Nee, also wie gesagt, meine Tochter, die ist an der Deutschen Journalistenschule. Und wenn man zum Verband kommt, ja, also ich war eigentlich immer schon aktiver Mensch, also an der Schule, Schülersprecher, Schülerzeitung, an der Uni habe ich mich engagiert im RCDS, war da im Landesvorstand, übrigens mit ein paar, die heute Minister sind oder Minister waren in Bayern oder auch anderen Bundesländern. Ich bin dann in den Philologenverband eingetreten, habe dann alle Verbandsstationen durchlaufen. Da fängt man ja an dann als Vertrauensmann, Obmann heißt es in Bayern, an der Schule, war dann im Personalrat, stellvertretender Personalratsvorsitzender, bin dann in den Landesvorstand gewählt worden, war Pressesprecher, war stellvertretender Vorsitzender in Bayern, bin um die Zeit dann auch Bundesvorsitzender der jungen Philologen geworden und von da gewechselt dann stellvertretender Vorsitzender des Philologenverbands und das war nie geplant, dann auch Vorsitzender geworden. Eigentlich ist immer jemand ausgefallen und es war niemand bereit, dass er diesen
Posten übernimmt, ja, oder ausgeschieden. Also es liegt nicht nur daran, dass man so eine Karriere sozusagen zielstrebig plant. Das war, glaube ich, bei mir nie der Fall, sondern wenn man in entscheidenden Momenten auch nicht Nein sagt, ja, weil man sich in die Pflicht nehmen lässt, dann glaube ich, hat das auch bei vielen, die im Verband tätig sind, damit zu tun, was mir immer Freude gemacht hat, das sage ich abschließend dazu, ist diese Verbindung. Also ich bin nie hauptamtlicher Funktionär geworden. Ich habe immer das ehrenamtlich gemacht, ja, teilweise mit Stundenermäßigungen, die der Verband bezahlt hat, aber in der Regel immer ehrenamtlich. Und diese Verbindung zwischen wirklich in der Schulpraxis stehen, egal an welcher Stelle, also einer wirklich nur Unterricht halten, habe bis letztes Jahr nur Unterricht gehalten, und auf der anderen Seite dann aber zu sehen, was man bewegen kann in der Politik und dass man was bewegen kann, wenn man sich engagiert und dass man seine Praxiserfahrungen einbringen kann. Das war eigentlich immer befriedigend, trotz aller Doppelbelastung. Sie sind also jemand, der sich zeitlebens engagiert hat, auch ganz klar seine Meinung sagt. Sie haben eben von Ihrer Tochter gesprochen, die diesen Weg nicht geht. Hätten Sie sich das gewünscht, dass die Tradition weitergeführt wird? Nee, ich glaube wirklich, jeder junge Mensch, der muss seinen Weg selber gehen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das, was man tut, gern tut, dass man auch überzeugt ist, dass da die Stärken liegen, dass man deswegen dann auch durchsteht. Und ich hätte es mir vielleicht zur damaligen Zeit nicht so leicht getraut. Mir war ja irgendwie ja vertraut, die Lehrertätigkeit. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Aber ich finde es auch gut, dass heute junge Menschen sich sozusagen vielleicht auch eine breitere Palette mal vorstellen können, was sie machen, und sich da auch informieren. Ich halte auch Berufsorientierung an der Schule für eine ganz wichtige Sache. Ist auch ein Prozess, der mit Sicherheit jetzt nicht erst in den Abschlussklassen beginnen darf, sondern der sich durch alle Schuljahre, glaube ich, ziehen muss, zumindest an weiterführenden Schulen. Um einfach mal dann zu erkunden, wo liegen denn meine Schwächen, meine Stärken. Und manche Dinge liegen ja gar nicht so auf der Hand. Also bis jemand von der Berufsberatung vielleicht sagt, haben Sie sich schon mal überlegt, dass das doch bei Ihren Begabungen, bei Ihren Interessen auch was wäre. Und plötzlich befasst man sich mit Tätigkeitsbereichen, die vorher gar nicht auf dem Schirm standen. Kommen wir jetzt zum Deutschen Lehrerverband. Sie sind ja auf jeden Fall in der Corona-Zeit sehr präsent. Vielleicht beschreiben Sie diesen Verband mal. Das ist ja kein Verband, bei dem ich mich direkt anmelden kann. Das ist ja ein Zusammenschluss von Verbänden. Vielleicht schildern Sie diese Struktur mal. Ja, also ich habe ja vorhin geändert, dass ich dann eben Vorsitzender des Deutschen Philologenverbands geworden bin, der Deutsche Philologenverband. Ist ein Verband, der vor allem Gymnasiallehrer organisiert, etwa 90.000. Und dieser Deutsche Philologenverband ist in zwei Dachverbänden. In einem Dachverband, der eher bildungspolitisch tätig ist, und in einem Dachverband, der eher das Beamtenrechtliche abdeckt. Das eine ist der Deutsche Beamtenbund, in dem ich auch lange Zeit tätig war im Bundesvorstand. Und das andere ist eben der Deutsche Lehrerverband. Und in der Tat, der Deutsche Lehrerverband ist ein Verband, der eigentlich nur vier Mitglieder hat, ja. Nämlich die vier Dachverbände. Also wenn wir Präsidiumssitzung haben, sind wir ein relativ kleiner Kreis, natürlich Staatsmeister und so weiter, Geschäftsstellenleiterin und die vier Präsidiumsmitglieder und der Vorsitzende. Das ist auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass die Dachverbände im Bildungsbereich eher sozusagen schmaler sind von der Organisation und Ausstattung her, weil eben wir einen Bildungsföderalismus haben. Das heißt, man muss sagen, auch wenn jetzt vielleicht in Corona der Blick mehr auf die Bundesperspektive war, die Musik spielt in den Ländern. Also wir haben Föderalismus, wir haben die Zuständigkeit der Länder für Bildung, Personalzuständigkeit, die Sachausstattung liegt bei den Kommunen. Also das wird auch nach wie vor so sein. Der Deutsche Lehrerverband hat sich gegründet 1969. Das war so im Nachklapp auch der 68er Zeit, wo irgendwie das Bedürfnis war, neben der GEW noch eine vielleicht stärker unideologische, ja, manche sagen auch konservativ. Ich würde das Wort konservativ nicht von mir weisen, wenn man es in dem Sinne versteht, dass man sagt, konservativ heißt nicht,
reformresistent zu sein oder sich nicht zu verändern, aber eben nur die Dinge zu verändern, die sich nicht bewährt haben und sind, denen man dann auch eine bessere Lösung hat. Also glaube ich gerade im Bildungsbereich ganz wichtig, dass man nicht überstürzt Reformen macht, um dann festzustellen, dass sie schief gehen, dass sie nicht den Zweck erreichen. Also das Gute bewahren und das nicht so Gute verbessern, das glaube ich ist das, was man unter konservativ, also was wir unter konservativ verstehen. Und der Bundesverband hat dann, ich sage immer so scherzhaft, ich habe keinen Ärger mit Mitgliedern. Ja, also ein normaler Lehrerverband hat natürlich klar immer das, muss Beförderungsstellen durchsetzen, Planstellen erringen. Er muss bei Tarifverhandlungen natürlich beteiligt, Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte verbessern, ganz konkret Verhandlungen. Hier im Deutschen Lehrerverband haben wir eigentlich vor allem zwei Tätigkeiten. Das eine ist öffentlich das Interesse der Lehrkräfte vertreten in den Medien. Das machen wir natürlich auch. Immer schwierig natürlich, eine Position zu finden, wo man wirklich dann die Mehrheit abdeckt. Also gerade bei Corona haben wir ja gesehen, dass in den Kollegien das durcheinander geht. Die einen mehr Gesundheitsschutz, die anderen, ach, lasst uns doch Schule machen. Und auf der anderen Seite, neben den Medien, haben wir natürlich auf Bundesebene auch das Bundesbildungsministerium als Ansprechpartner, die KMK, die Kultusministerkonferenz, die Bildungsstiftungen, sind wir in einem engen Kontakt mit den Bundestagsparteien, mit dem Bundestag, haben wir vielfältige Kontakte. Also das ist sozusagen, das sind die zwei Säulen der Verbandsarbeit nach außen. Sie vertreten ja eine ganz klare Meinung ganz häufig, also eine ganz klare Position zu G8, zum Streikverbot von Beamtinnen und Beamten, Handyverbot, Zeitumstellung. Sie fordern Sprachtests für 3- und 4-Jährige und in der Corona-Situation sind Sie auch immer mit einer ganz klaren Position aufgetreten. Wie viel davon ist der Deutsche Lehrerverband und wie viel davon ist Ihre persönliche Meinung? Also da schwingt ja so ein bisschen der Vorwurf oder ich würde es mal sagen, also mit der Herr Meidinger vertritt vielleicht in erster Linie sich selbst und nebenbei hat er noch das schöne Etikett Deutscher Lehrerverband. Also ich glaube, ich könnte sich niemand leisten an der Spitze eines Verbandes, wenn er sich sozusagen abkoppelt von der Meinung und dem Basisempfinden, das die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das kann vielleicht in der einen oder anderen Frage mal zu so einem Widerspruch kommen, dass man dann feststellt, oh, da bin ich aber in eine Richtung marschiert, wo mir die Basis nicht folgt. Aber in der Regel versuche ich natürlich, das so zu machen. Habe ja auch ein Präsidium, mit dem ich mich immer kurz schließe vor wichtigen Statements. Manchmal geht das gar nicht, weil ein Statement angefragt wird von einer Minute auf die andere Minute, plötzlich ein Fernsehteam vor der Tür steht. Also da muss man dann natürlich auch versuchen, das sozusagen zu erahnen, was ist denn unsere Stellung da. Aber insgesamt gesehen, klar, jeder hat seine persönliche Handschrift, der hat ja auch mein Vorgänger. Ich glaube schon, dass wichtig ist, ein bisschen zuzuspitzen, um in diesem Medienkonzert, in diesem Vielstimmigkeit dann auch aufzufallen, aber es darf nicht Selbstzweck werden. Also in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, eigentlich meine Hauptüberlegung ist, wie komme ich in die Medien, dann würde ich was falsch machen, sondern es muss schon so sein, wie bringe ich unser berechtigtes Anliegen in die Medien. Vielfach ist es übrigens so, dass der Lehrerverband eben angefragt wird für Stellungnahmen. War ja lange Zeit Pressesprecher von Verband. Da war es damals umgekehrt. Da haben wir immer eine Presseerklärung gemacht und dann haben wir versucht, irgendwo Zeitungen zu finden oder Medien, die abdrucken. Jetzt bin ich natürlich in der komfortablen Situation. Das ist einfach die bundesweite Bedeutung des Lehrerverbands, dass man halt häufig angefragt wird, aber eben dann häufig auch sehr schnell dann Stellungnahmen abgeben muss. Das ist ja dann wahrscheinlich eine ganz klare Entscheidung, dann, wie Sie sagen, auch zuzuspitzen. Und Sie haben auch ein Buch geschrieben, das Sie Streitschrift nennen. Wie wichtig ist es für Sie, diesen Konflikt auszulösen und tatsächlich auch zu streiten?
Ja, also Streit, glaube ich, ist dann sinnvoll, wenn er der Sache dient. Also, ich glaube, Streit, wenn er sozusagen stehen bleibt bei der ständigen Kritik. Ja. Also Lehrerverbände werden ja häufig in der Öffentlichkeit wahrgenommen als ständige Jammerverbände. Also immer wird was beklagt, was übrigens dann manchmal auch nicht so gut abfärbt auf das Image von Schulen generell. Ich habe damals als Vorsitzender des Philologenverbands mit diesem deutschen Lehrerpreis aus der Taufe gehoben, Unterricht innovativ, um eben auch in der Öffentlichkeit ein Gegenbild zu setzen. Also was wird alles an tollen Leistungen an Schulen tagtäglich gemacht? Haben ja auch viele Realschullehrer schon Preise, Realschullehrkräfte Preise gewonnen. Und das ist sozusagen, es muss immer auch eine Perspektive dazu kommen, also sozusagen ein konstruktiver Gegenentwurf. Man muss der Politik nicht nur sagen, was sie falsch macht, sondern man müsste auch sagen, was notwendig ist. Und das ist mir schon immer wichtig, also dass man nicht stehen bleibt bei der Kritik, sondern auch einen Weg weist. Es ist natürlich auch viel Frust dabei. Also das ist vollkommen klar. Also ich führe ja, also nur ein Beispiel. Wir haben ja immer jetzt in der Corona-Krise Videoschalten auch gehabt mit der Kultusministerkonferenz. Die Gespräche sind oft viel konstruktiver und ja, sachbezogener und auch von gegenseitigem Respekt getragen, als es so dann in der Öffentlichkeit die jeweilige Kritik suggeriert. Aber was halt enorm enttäuschend ist, ist dann, man hat also dann, erinnere mich an eine Videoschalte, die wir hatten, Videokonferenz, wo wir mit einem guten Gefühl rausgegangen sind, nicht nur unser Lehrerverband, alle. Und 2, 3 Tage später hat sich herausgestellt, dass die Position, die wir da irgendwie festgeklopft haben, in der Ministerpräsidentenkonferenz ganz anders gesehen worden ist. Also das Votum der Kultusminister in die Tonne getreten worden ist. Und das ist natürlich dann auch frustrierend, wenn man sagt, Mensch, mit wem rede ich eigentlich? Also bringt das auch überhaupt was? Aber das ist halt das tägliche Geschäft. Ja. Herr Meininger, dann schließen wir diese Folge doch positiv ab. Sie erfahren ja wahrscheinlich auch ganz viele tolle Beispiele aus Schule, also wo Schulen, einzelne Lehrkräfte ganz tolle Dinge machen. Möchten Sie da ein Beispiel nennen, sei es jetzt in der Corona-Pandemie oder generell, wo Schule wirklich toll funktioniert? Naja, also einzelne Beispiele rauszuglauben, ist, glaube ich, schwierig. Ja. Ich habe schon darauf hingewiesen, Deutscher Lehrerpreis, ja, übrigens auch der Deutsche Schulpreis, der ja diesmal ausgezeichnet hat, vor allem Schulen, die besonders sich für innovative digitale Lösungen, die dann auch erfolgreich waren, eingesetzt haben. Also ich glaube, es gibt wirklich vielfältige Beispiele und ich sage es mal so abschließend. Ich glaube, wir sind deswegen einigermaßen gut durch die Corona-Krise bisher gekommen, weil eben an den Einzelschulen so viel Engagement war, der Schulleitungen, der Lehrerkollegien. Es hat doch einen unheimlichen internen Fortbildungsschub auch gegeben, wo dann die Kollegen, die da schon mehr Ahnung hatten, dann ihre anderen Kollegen mit, Kolleginnen und Kollegen mitgenommen haben, in x Stunden geschult haben. Und die Politik war ja erstmal in Schockstarre, hat ja ewig gedauert, bis hier man sich zurückgemeldet hat. Und auf Konzepte, wirklich langfristige Konzepte, wartet man ja noch bis heute. Also das ist ja immer was, das ist so der schöne kurze Satz. Also die deutschen Schulen sind besser als ihr Ruf und eigentlich besser, als es die Politik zulässt. Ja. Herr Meininger, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder eingeschaltet haben. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail@seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.